Hallo, ich bin der Clemens und das ist der Landeplatz in Klopotiva in Rumänien. Ein schöner großer Landeplatz, rund 200 Meter lang. Man sollte nur wissen, es gibt hier nebenan einige Stromleitungen, also dass man das im Anflug beachtet. Dann kann man hier wunderschön landen. Der Wind kommt, also die Ausrichtung ist ungefähr Nord-Süd. Wir schauen jetzt nach Süden. Der Wind kommt meistens von Norden herein, weil man sieht hier den Taleinschnitt. Das ist ein sehr langes Tal, das hier in die Südkarpaten hineingeht. Und das saugt entsprechend den thermischen Wind an. Also hat man hier meistens mit nördlichen Windrichtungen zu rechnen. Nicht besonders stark. Und es kann eben sein, wenn es thermisch ist, dann ist der Wind auch ein bisschen wechselhaft. Also genug Reserve einplanen beim Anflug. Hier eben die Berge, die Südkarpaten und der Blick Richtung Süden. Da ist dann der Startplatz von Klopotiva. Es gibt nur einen Startplatz, der ist nach Norden ausgerichtet, rund 650 Meter über dem Talgrund hier. Wenn hier eben Flugbedingungen sind, dann kann man hier direkt am Landeplatz ein Shuttle für wenige rumänische Lei hochnehmen. Ja, hier Richtung Westen und Richtung Norden. Eine weite Ebene, wo aber auch immer wieder Hügel sind. Und damit kann man hier in Klopotiva nicht nur an den Bergen entlang fliegen, sondern auch Flachland fliegen, lässt sich hier gut realisieren.